So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute GTA San Andreas DxOM Staffel 5 ist jetzt da auf meinem Hauptkanal wieder. Juhu! Und als Einführung ist die nette Frau im Hintergrund dabei. Und es fühlt sich irgendwie voll komisch an, weil es jetzt ein Video ist und kein Livestream. Ja. Deswegen fühlt sich das gerade mega komisch an. Und ja, Staffel 5 wird hauptsächlich mit dem DirectX 2.0 gespielt. Es sei denn, es stürzt ab, dann kann ich es, dann müssen wir zum alten GTA San Andreas zurücksteigen. Aber, ja, endlich ist es wieder soweit. Staffel 5. Viele haben sich auch gewünscht, dass ich daraus wieder ein Videoprojekt mache und es wird wieder auf meinem Hauptkanal laufen. Ich werde dann ab und zu mal Videos machen, ab und zu Livestreams davon, also ich werde das dann abwechselnd und so machen. Ob das jetzt irgendwie zwei Videos und ein Livestream oder ein Video und zwei Livestreams, so, das ist dann unterschiedlich immer. Es wird dann nicht immer nur so sein wie Video, Livestream, Video, Livestream, Video, Livestream, sondern es ist situationsabhängig dann. So, wir spielen heute die allererste Storyline, die wir spielen werden. Für die allererste Folge von Staffel 5 ist die Storyline von Mr. Mystery. Er hat mir nämlich eine Storyline geschickt und ich habe noch viele andere Missionen bekommen. Unter anderem auch von Nosy, Grilly und so weiter und so fort. Und die Missionen werden dann so schnell wie möglich dann auf dem Kanal erscheinen. Ich hoffe, Staffel 5 wird das Ganze wiederbeleben. Ich weiß, als Opening habe ich halt das eine dort mit einer anderen Musik jetzt, wegen Copyright und so. Aber ihr könnt das ja gerne immer wieder überspringen. Müsst euch halt nicht das ganze Ding immer angucken. Aber ich muss ja auch ein Opening haben. Und wir haben folgende Mission: Jay and Double Claw, die Korruption muss enden, Police Brutality, Alltag der Korruption, Bruder muss ganz schnell los, das Ende des Friedens und Bonusmission haben wir auch sogar noch. Wir fangen an mit Jay und Double Claw. Ich weiß nicht, wie lange die Missionen dauern werden und ich weiß nicht, wie lange das Video dauern wird, aber wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Ganze aussehen wird. Und ich sehe jetzt schon auf den ersten Blick, dass 7 das wird anscheinend ein ziemlich kurzes Video. 7 Objectives. Die meisten Leute haben nicht verstanden, dass die Mission lange gehen müsste und nicht so kurz. 7 Objectives, was ist das? Pff, pathetic. Nichts gegen dich, Mr. Mystery, ich weiß. Das sind deine erste Storyline, keine Sorge. Ich werde nicht so hart rangehen, sie wird hart rangehen. Und das von hinten hin, Spaß, alles gut. So ein Stück Scheiße hat mich beim Kartenspielen abgezockt. Los Santos 1989, okay. Er ist beim Stadion hinten, um sich ein Rennen reinzuziehen. Er ist mexikanisch mit kariertem Hemd. Alles klar. Müssen wir uns den Typen jetzt vornehmen? Bruder, die Cutscenes dauern viel zu lang, wasch das. Mach das Mistvieh fertig und das gestohlene Geld ist deins. Alles klar, das gestohlene Geld ist meins. Das hört man gerne. Bruder, steig auf dein krasses Bike. Auf dein krasses Bike. Bruder, schnell zu meinem krassen Bike, Alter. Digga, was ist das? Wo ist mein krasses Bike? Oh, da ist ja mein krasses Bike. Begib dich zum Stadion. Alles klar? Okay, was war das denn gerade? Let's go! Das ist aber neu, dass wir mal die Ballers mal spielen müssen hier. So, da sind wir. Mach den Latino fertig. Alles klar. Okay, kein Problem. Ich dachte, er wäre Mexikaner. Latinos sind Mexikaner. Oh. Bruder, er weiß nicht, dass ich da bin. Das heißt, ich sneake mich ran und mach den. Und dann... Mission erfüllt, dann von Respekt... Wow, das... Er hatte eine Kettensäge und trotzdem warst du ihn überlegen? Ich hab ihn erstochen. Gillette Abdi-Style so, ne? Ah, klar. Das ist aber neu. Wow, also die Mission... Schnell. Die Korruption muss enden. Die krassen Leute, also nicht gegen dich, Mr. Mystery, die krassen Leute, Nosy und Grilly und so, bei denen bin ich mir 100% sicher, dass es eine Stunde oder zwei Stunden dauern wird, bis ich damit fertig sein werde. Und ja, wie viele Objectives hat das Ding wieder hier? 6. Oh, das Doppelte. Not bad at all. Nur weil Team Pini mein Vater ist, werde ich die Ballast nie auf andere Gangs setzen. Naja, ich habe in den Nachrichten gehört, es habe... Alles klar. Man darf keine Umlaute hier benutzen, also nicht Ö, Ä, Ü und so. Was auch immer du währenddessen genommen hast, hat dich heil gemacht. Alles klar. Nun gut, fahren wir zu Grove und sehen uns um. Denn du wolltest ja eh deren Verstärkung gegen das LSPD und den deinem Vater. Ich werde mich alleine umsehen und Sweet suchen. Bruder, was sind das für Kameraperspektiven? Steig aufs geile Schnittchen. Alles klar. Dann steigen wir mal aufs geile Schnittchen mal.
Let's go. So, fahren wir mal zu Grove Street. Ah, shit. Here we go again. Und regel mal den Shit jetzt dort. Ich hab den Faden verloren. Worum geht es jetzt in dieser Story eigentlich? Das ist irgendwie wirsch. Die Kommunikation war echt wirsch. Das ist... Keine Ahnung. Es ging um den Vater und wegen irgendwas Politischem. Keine Ahnung. Geh ins Johnson Haus und suche Sweet. Alles klar, okay. Diese Musik, ey. Töte das Gangmitglied. Oh mein fucking Gott, der hat einfach eine Shotgun gehabt. Ach, das war der Typ. Ich wusste es von Anfang an, du bist Team Pinis Sohn und paktierst mit ihm. Was paktierst? Was? Der Typ ist der Sohn von Team Pini, alles klar. Und du willst die Korruption beenden, dass ich nicht lache. Wir werden nie wieder kooperieren. Wir haben doch gar nicht kooperiert, ich habe den Typ noch gerade umgebracht. Was? Brainfuck. Mein Vater wird sterben für den kranken Wahnsinn, gibt es keine Entschuldigung. Und die Leiche ist verschwunden. Vor allem, eigentlich liegt sie da. Jetzt geht er einfach auf. Mission erfüllt dafür Respekt, Bitches. Bruder Mr. Mystery, du musst mal längere Mission machen, ey, was ist das? Also du hast ihn nicht ziemlich erfolgreich getötet, weil er ist gerade aufgestanden und wieder weggegangen. Bruder, Mr. Mystery, du musst noch einiges lernen hier. Du musst noch also einiges. Also wir dürfen den nicht zu schlecht machen, ne? Sonst entmutigen wir ihn und... Ich weiß, meine Anfangsmissionen waren auch nicht besser. Als ich zum ersten Mal angefangen habe, GTA San Andreas Mission zu machen, das war... ein Spine on the Ass und so, ne? Mhm. Also es ist... Wenn man das zum ersten Mal macht, ist es nicht so einfach, wie man denkt, wie es ist, ne? Steig auf die blaue Milchschnitte mit zwei Rädern. Alles klar. Bruder, irgendwie habe ich das Gefühl, als ob sich das immer so weiter steigert. Fahr zum Gamepark und suche das Gebiet nach Verrätern. Ich meine, guck mal. Du hättest das Ganze, was jetzt hier gerade passiert, diese drei Missionen, hätte man theoretisch in eine Mission zum Beispiel packen können. Ja. Du musst nicht unbedingt eine Mission machen, dann du musst den Typen töten, dann die Mission beenden. Nein, du kannst es ja noch weiter machen. Du musst ja nicht unbedingt das dann bei anderen Missionen reinpacken, ne? Ich meine, wenn ich zum Beispiel eine Storyline bekomme und ich sehe 6-7 Missionen, also dann erwarte ich, dass die Missionen lange gehen, ne? Und ich erwarte nicht, dass sie so kurz sind. Also ich, wie gesagt, wir wollen dich nicht entmutigen, ne? Aber Bruder. Nein, ermutigen, also Tipps geben, ja, wie Tipps man... Tipps geben. Genau. Das ist nicht böse gemeint. Wirklich nicht. Alles konstruktive Kritik, die dich in dein Leben weiterbringen wird oder in dem Spiel weiterbringen wird, auf jeden Fall. Also ich sehe schon, dass du die Mühe gegeben hast. Die Musik gefällt mir, die ist nur zu laut. Ja, die Musik noch ein bisschen leiser machen und ansonsten... Dings. Ich meine, du weißt schon, wie man hier was machen kann. Du musst ja auch nicht zum Beispiel... unbedingt Checkpoints machen, wenn du sagst, steig auf das Motorrad und so drauf, ne? Du kannst das Motorrad generell auswählen und dass man da draufsteigen muss, ne? Und nicht irgendwelche Checkpoints machen. Lass mich raten, gleich kommt ein bisschen Mission erfüllt. Es tut mir alles so leid, ich wollte doch nur Frieden schaffen. Es war alles allein die Dummheit, Team Pinis Angebot anzunehmen. Bruder, wieso vertraut man beim Team Pini? Team Pini liegt gut auf diese. Guck mal, die Schuhe berühren sich, das sieht irgendwie lustig aus. Ich werde nicht als Verräter sterben. Ich erkläre dir, was mit Double Claw passierte. Oh nein, bitte kein Flashback, bitte kein Flashback. Jetzt kommen diese Naruto-Flashbacks. Bitte kein Flashback. Auf einmal sieht man gleich eine Schaukel. Polizisten vermöbelten ihn und nahmen ihn mit aufs Revier. Mehr sagten sie nicht. Tot. Also er ist gestorben. Also... Suche nun deinen Frieden. Das Video steht offen, geht gleich wieder. Fahr zum... Oh, es geht noch weiter. Fahr zum LSPD, alles klar. Let's do this. Damit du nicht wunderst, was ich hier gerade mache, ne? Wenn man auf dem Motorrad ist und man drückt die ganze Zeit die Taste, wo man sich so nach vorne beugt, ne? Wenn man die Taste drückt, dann wird man schneller. Das ist ein Glitch. Ah. Wenn ich ganz normal fahre, dann ist es halt so, ne? Wenn ich das hier drücke, dann werde ich schneller. Ach so. Ist ein Glitch. Ich weiß nicht, wieso oder warum, aber... Anscheinend hat Rockstar Games in den Scripts irgendwas hier falsch gemacht. Instant kaputt. Okay. Sieh nach, was in der Garage los ist. Okay. Gucken wir mal, was in der Garage so abgeht. Töte die korrupten Polizisten. Alles klar.
Oder wen vermöbeln die? Vermöbeln die da gerade diesen Claw-Typen, Double-Claw-Typen? Oder den juckt es nicht, dass ich die abknalle? Ich werde dich rächen, Double Claw, ich verspreche es. Er lebt doch noch! Er zappelt noch, ruf einen Notarzt! Er zappelt doch noch! Oh, er ist aufgestanden. Siehst du, ihm geht's doch prächtig. Ihm geht's gut, alles gut. Brauchst nichts machen. Also, Bruder, ich bin gar nicht tot. Bruder, mir geht's gut, was soll das? Und Scheiße, da muss ich mich immer an so Parodien erinnern, wo einer so sagt, so, ich werde dich rächen. Und dann so, nein, ich bin doch gar nicht tot. Ich werde dich rächen. Ich werde dich, ich vermisse dich jetzt schon. Bruder, mir geht's gut, ich bin doch neben, ich stehe doch neben dir. Alltag der Korruption. Leafy Hollow. Alles klar. Oh, wir spielen jetzt als Team, Pini. Ich möchte das Geld noch diese Woche bekommen, Officer. Was macht der Judo? Das Geld wird noch kommen, aber ich muss jetzt gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob du noch nicht richtig, richtig weißt, wie man... Oh ja! Als ob du nicht richtig weißt, wie man die Kameras umpositionieren kann. Ne? Nur ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du Cutscenes platzierst, kannst du mit Leertaste und mit Shift, also mit Leertaste kannst du die Position anpassen von der Kamera und so. Ich würde dir empfehlen, guck mal, hier ist das sogar gemacht, dass man hier einsteigen muss. Ich würde dir empfehlen, ich habe ja damals ein Deep Slam Tutorial gemacht, dass du dir das mal anguckst, dann kannst du mehr wissen, also dann weißt du mehr Grundlagen davon. Töte die Spione, die über die Korruption erfuhren. Alles klar. Wir müssen in den Zinn fahren. Wohl angemerkt, ich spiele ja hier mit GTA San Andreas DirectX 2.0, obwohl ich jetzt gerade vom 2.0 gar nichts mehr hier sehe. Was ist das? Was machen die? Die belagern dein Auto irgendwie. Ja, ich bin ganz kurz auf den Straßen und schon passiert sowas. Ja. Okay, vom DirectX 2.0 Mod sieht man hier irgendwie gar nichts mehr, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Keine Reflexion, nichts mehr, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, was da los ist. So, wohin muss ich denn jetzt eigentlich fahren? Okay, let's go! Eureka! Ups. Ganz normaler Alltag. Ups. Ups. Kommt aber, schon mal vor. Aber es fängt sich. Schatz, du solltest doch nur Eier kaufen! So, anscheinend müssen wir wieder zurück nach Los Santos fahren. Na dann, nehmen wir doch mal die kürzeste. Ups, oh nein. Gott, das ist immer so ein Glücksspiel, wenn man von irgendwo runterfällt, hast du entweder 50-50 Chance. Entweder liegt es kopfüber und dann brennt es und explodiert, oder es fängt sich. Bruder, warum fahren wir so viele Motorräder? Runter vom fucking Motorrad! Die Ampel war rot, er musste stehen bleiben! Nein! Ich mag keine anderen Motorradfahrer hier, außer mich selber. Ich bin ein Motorradfahrer, wie heißt das denn? Diskriminist? Nein, das ist falsch. Hater. Hater, genau. Ich bin ein Motorradfahrer-Hater. Runter vom fucking Motorrad! Du bist in den Gegenverkehr gefahren! Nein! Ich akzeptiere das nicht! Sogar die Polizei weicht dir aus, so wird schon richtig sein. Runter vom Motorrad! Ich unterstütze dieses Verhalten nicht. Wie, du unterstützt das nicht? Aber beim, wenn ich das im Real Life mache, sagst du nichts dazu. Hallo, da geht's um mein Leben! Ach, müssen wir jetzt wieder zurück zum Polizeihauptquartier fahren, hier. Da fehlen super Markierungen an der Straße. An manchen Stellen war gar keine Markierung, da war eine Ampel, aber... Das stimmt sogar. Es ist, guck mal hier, da fehlt die Markierung. Ja. Oh, wir müssen gar nicht zum Hauptpolizei... Oh, okay. Na dann. Überfahren. Können wir einfach überfahren. Drillinge anscheinend. Die sehen alle gleich aus. Naja, Spione müssen irgendwie alle gleich aussehen anscheinend. Ja. Oh, zerstörte das Propaganda-Fahrzeug der Spione. Warum sind die Spione hier? Warum ist das Fahrzeug dort? Ja. Die so, ja, da war einzige Parkplatz, Bruder. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob du Dings die Sachen so weit platzierst, damit das Video einfach länger wird. Ja, und dynamischer wirkt. Und dass es nicht so ein 10-Minuten-Video sein wird. Aber Bruder, alles gut. Wir wollen dich nicht entmutigen. Nee, wirklich so, ne? Nicht. Nein, wirklich nicht. Aber wir müssen fair sein, weil wir waren bei den anderen auch sehr direkt bei der Bewertung. Und das wäre einfach unfair. Das stimmt.
Dass also das Fahrzeug von Dan jetzt nicht mehr. Oh, kommt hier von mir her. Hey Frank, der Spionboss befindet sich in einem Haus, East Beach. Alles klar. Statte dem Boss einen Besuch ab. Na dann. Ja, Bruder, was machst du hier? Das sind Spione, ich muss dir umbringen. Kuckuck. Boom. Vor allem, ich habe das gerade hier zerstört und dann spawne ich auf einmal da hinten. Ja. Wasch das. So, East Beach. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als ob die Mission immer, würde sagen, mal länger und länger werden von Mission zu Mission. Aber es liegt auch nur an der Autofahrt, Bruder. So, es gibt nämlich einen kurzen Weg hier runter. Ah, den. Ja, die Abkürzung nehme ich auch immer. Ja. Sehr klar. Legitim. Na, klar. Pff, scheiß auf Navi. Geh ins Haus und spüre den Spionboss auf. Alles klar. Nichts lieber als das. Spionboss! Ist doch hier drin. Wie er da auf dem Bett squattet. Er so, Bruder, ich hab auf dem Bett auf dich gewartet. Ja, so sah das auch aus. Jetzt schwebt er in der Luft. Gar nicht creepy. Oh, was machst du da? Gar nicht creepy. So, nieder mit dem Spionboss. Mission erfüllt davon Respekt, Bitches. Alles klar. So, jetzt kommt meine Lieblingsmission, nämlich Bruder muss los. So, Bruder muss los. Oh, komm Arthur, nur um den Block bitte. Ah, das ist Mr. Mystery selber. Na gut, aber bring ihn in 2 Stunden zurück. Bruder, sonst gibt's gleich auch die Klatsche was. Okay, hau rein. Bruder muss los, weil dann hätte ich es vergessen. Hier die Schlüssel. Ciao, Bitch. Steig in Vastus Infernus. Ah, ich hab beim DirectX 2.0 Mod noch gar nicht Dings, die ganzen Skins und so noch hinzugefügt. Cruise Richtung Tankstelle. Was für eine Tankstelle? Ich sehe die Karte nicht mal. Welche Tankstelle? Ja gut, ich weiß jetzt hier, wo eine Tankstelle ist. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Tankstelle ist. Ah, alles klar. Hilf dem umzingelten Baller. Ach da! Ich verdanke dir mein Leben! Wieso hast du mir geholfen? Ich habe von Team Penny's Tracking-Methoden gehört. Ich weiß, was hier abgeht. Das passiert bei deinen Fremden. Arthur ist fleißig dabei, die untreuen Ballers zu töten. Vor allem, ich gucke automatisch auf die Preise. Aber ich muss morgen zu meiner Familie nach San Fierro. Viel Glück noch. Okay. Hört sich legitim an. Was? Danke vielmals, Mann. Leb wohl. Okay. Weißt du, er rettet den in der Not und das ist ein Wildfremder für ihn, ne? Und erzählt einfach seine intimsten Geheimnisse. Wenn du nicht bald kommst, rufe ich Pferdearsch. Und dann geht er. Bring den Infernus zu Vasito zurück. Wohin? Zurück zu dem Supermarkt, wo ich gerade war, oder was? Oder zu mir nach Hause. Ah, alles klar. Ja, was, du steht da so am Tanzen? Voll normal. Ah, alles klar. Mission erfüllt auf Respect, Bitches. Ein gut gemeinter Tipp von mir, wenn du Mission startest, niemals in einem Interior starten. Wenn du in einem Interior startest, dann sieht man die Karte nicht mehr. So, das Ende des Friedens. Oh Bruder, geht gleich der nächste Weltkrieg los, oder was? Da die Ghosts denken, dass dein Sohn Jason an allem schuld ist, wollen sie ihn töten. Ah, okay. Sie befinden sich im Glenpark und dein Sohn ebenfalls. Alles klar. Geh ins LSPD. Ich habe noch den Extended Gang Wars Mod hier noch installiert, fällt mir gerade auf. Hol dir deine Ausrüstung. Okay. Wo ist denn meine Ausrüstung? Ist sie hier? Oh. Oh. Lass halt, dass du nachdem deine Ausrüstung genommen hast. Naja, vielen herzlichen Dank für diese wunderschöne Ausrüstung. Steig in den Streifenwagen. Fahre zum Glenpark und töte die Groves. Alles klar.
typischer Alltag von Team Pini. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob das Auto jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger zu fahren ist gerade. Liegt aber, glaube ich, gerade am Regen. Macht für mich keinen Sinn. Wenn es draußen regnet, dann können wir auch mit dem Auto fahren. Ja, aber geht es an das, es ist so programmiert, wenn es regnet, dann, soll ich sagen, rutscht das Auto mehr. Ach. Da haben die schon so ein kleines bisschen so, so ein bisschen realistischen Aspekt noch reingepackt. Okay, ja. Ja gut, Water, Water Planning. Water Planning ist ja realistisch, ja. Nur halt, es sieht nicht so aus, als würde es so massiv Boom. Regnen. Tschüss, Auto! Oh mein tschüss, Gott. Tschüss. Ich habe vergessen, dass ich eine RPG habe. Das ist komplett Alltag, dass ich mit einer fucking RPG einfach hier rumgehe und als Polizist die so töte. Oh, daneben geschossen. Bruder, ich bin hier. Pff. Dich sehe ich auch noch. Eliminiert Jason Timpani, deinen Sohn. Was? Was? Ich muss meinen eigenen Sohn umbringen jetzt? Oh nee. What the oof? So, was hat er für eine Waffe denn? Oh oh, das ist gefährlich, was er hat. Was hat er denn? Eine Shotgun. Das ist sehr gefährlich. Oh 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 oh. Du bist nicht mein Sohn, sondern eine Enttäuschung. Wow, wow. Und deswegen soll man, muss man auch seinen Sohn umbringen, oder was? Ja, genau. Bald erinnert sich niemand mehr an dich. Die Ballast sind mein. So redet man mit dem eigenen Sohn? Aus dem friedlichen Ballast wurde eine gewaltbereite Gang. Gangs erfeindeten sich und ein wenig später fiel die Mauer. So kamen Waffen nach Amerika. Ja, was? Genau. That's how Mafia works. Uff. Mission erfüllt, darf man Respekt, Bitches? So, dann kommen wir noch mal kurz zur... Lass auch aus. Jetzt schwebt er in der Luft. Gar nicht creepy. Oh, was machst du da? Gar nicht creepy. So, nieder mit dem Spionboss. Mission erfüllt, darf man Respekt, Bitches. Alles. Jo, Bruder, schreck ein. Bruder, fahr nach Edelwood und gib dem Baller Schläge. Bruder, steig ein. Boah, wenn ich so eine Einfahrt hätte mit so einem steilen Berg, ey. Boah. Das wäre scheiße. Ja. Und ich frag mich immer noch, warum der DirectX 2.0 Mod Gun jetzt nicht mehr funktioniert. Das wundert mich irgendwie voll. Was macht der Mod denn? Dass die Grafik ein bisschen besser aussieht, ne? Ach so. Oh, shit. Schatzi, dein Auto. Ja, aber es fängt sich. Okay. Bruder, das war doch mal ein Epic Jump hier. So, dann fahren wir mal zu Grove Street. Und auf dem Weg dorthin machen wir ein paar Leute vom Motorrad runter. Runter vom Motorrad! Bruder, heute sind aber ganz schön viele Motorradfahrer unterwegs hier. Muss an dem guten Wetter liegen. Muss an dem guten Wetter liegen. Das Wetter sieht jetzt gerade nicht so dufte aus. Alter, wie viele Polizisten gehen hier gerade rum? Verdächtig, verdächtig. Oh shit. Alter, wie viele Polizeiwagen fahren hier rum? Vor allem, du schießt da alle ab, weißt du, die juckt das nicht. Die so, oh, die Straße ist leider blockiert. Oh Mann, Straße ist blockiert, ich komm nicht weiter. Vor allem Polizisten und Gangs greifen mich gerade an. Und die Gangs, und die Polizisten kämpfen nicht mal gegeneinander. Ach so, ja gut, ich glaube, das liegt daran, weil Timpin hat ja vorher gesagt, so die Ballers gehören jetzt mir und so, deswegen arbeiten die jetzt wahrscheinlich zusammen oder so. Vor allem, ihr macht das alles an einem Skaterpark? Ja, anscheinend ja schon. Alles klar. So, die Gangmitglieder sind alle 12 oder was? Das müssen wir öfter wiederholen, Bruder, bis dann. Ja. Du hast nichts gemacht, du hast niemanden abgeschossen. Nicer Zeitvertreib. Mission erfüllt, darf man mal Respekt, Bitches. Bruder, du musst an deinen Missionen arbeiten noch. Also. Ich wollte nicht so hart sein, aber Bruder, jetzt muss ich hart sein.
Also für die erste Storyline, die du jemals gemacht hast, waren das bessere Missionen, als ich die damals gemacht habe, als ich zum ersten Mal DFSM gefunden habe. Aber da ich momentan kein Amateur mehr bin, sondern ein Profi und ich weiß schon, was man da machen kann und so, ne? Also bei den Cutscenes kannst du die Kameras verstellen. Die müssen nicht immer auf der gleichen Position sein. Guck mal, wenn man zum Beispiel eine Kamera erstellt. Ich will mal kurz was zeigen. Wenn man eine Kamera erstellt. Gott, habe ich schon dann keine DFSM-Mission mehr gemacht. Du hast es ja immer auf der normalen Position gelassen. Das war die Position, glaube ich. Du kannst, wenn du Leertaste drückst und nach unten gehst, kannst du die so anpassen. Wenn du Linksklick drückst, dann kannst du die nach vorne und so bewegen. Kannst du zum Beispiel so machen, so. Und dann hast du schon einen besseren Blickwinkel, als wenn du das so machen würdest. Dann hattest du ein paar Mal die Objectives komisch gemacht, sagen wir mal so. Du hast ja zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, du hast ein Auto gespawnt. Machen wir mal kurz so. Nein, ich wollte nicht einsteigen. Machen wir mal so. Und du hast dann zum Beispiel so Checkpoints erstellt, ne? Vor dem Auto, ne? Man kann aber, das habe ich ja im Nachhinein gesehen, ne? Nur damit ich das nochmal kurz ergänzen kann. Du kannst ja auf Add Objective einfach Add Car machen. Dann, nein, ich wollte nicht einsteigen. Dann kannst du es hier ready machen, kannst du einen Marker dran machen, bla 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 bla, kannst du hinschreiben und dann wird es direkt so markiert, dass man direkt da einsteigen kann und so. Ansonsten, die Missionen waren zu kurz. Diese ganze Mission hätte man, also die ganzen Missionen, die du mir jetzt hier geschickt hast, die hätte man wirklich sogar in eine Mission reinpacken können. In eine Mission hätte das alles gepasst wahrscheinlich. Und ansonsten hast du so Special Environments und so weiter und so fort gemacht. Ich würde mich freuen, wenn deine zukünftigen Storylines, wenn die mehr Input haben, dass man so am Anfang nicht verwirrt ist, sondern direkt weiß, was gerade abgeht und sowas halt, ne? Und damit man halt alles versteht. Ansonsten, Brainfuck-Missionen sind erwünscht und gute Storylines, also nicht so sinnvolle Storylines sind auch erwünscht. Brainfuck, sinnvolle Storylines, alles ist erwünscht hier. So, das aus meiner Sicht jetzt mal. Jetzt komme ich zu Wort. Und zwar jetzt all dieses, wie man das bearbeitet und dies und das, ist ich alles, was du jetzt gesagt hast. Da möchte ich nichts zu ergänzen, weil da kenne ich mich nicht mit aus. Aber ich habe auch schon ein paar Fehler da gesehen. Ich komme eher zur Geschichte. Die hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Oder nur zum Teil. Und ich habe es teilweise auch nicht verstanden. Also, denk mal über die Filme, die du kennst, die du magst. Und versuch vielleicht da so ein paar Ideen zu greifen und zu gucken, wie man daraus eine interessante Geschichte machen kann, die den Zuschauer direkt packt. Das ist ja so ein Spiel, wo man in eine dynamische, actionreiche Geschichte actionreiche Geschichte reinkommt und das habe ich jetzt nicht so erlebt gehabt. Für mich hat es wenig Sinn gemacht. Ich habe gar nicht verstanden, warum derjenige pissig war. Dann diese Vater-Sohn-Geschichte. Ich sehe, du hast dir Mühe gegeben. Also du hast dir Mühe gegeben für die Story, ja. Auf jeden Fall. Die war teils verständlich super, und so. Super viel Mühe gegeben. Das wollen wir. Ne? Standing Ovation. Ja. Gerne mehr Videos. Gerne mehr Missionen. Wir würden uns freuen, mehr davon zu sehen und deine Entwicklung. Ich denke, da steckt Potenzial, weil du hattest gute Ideen, nur in der Umsetzung hat es ein bisschen gefehlt. Guck dir gerne andere Videos von anderen Leuten an, die dir erklären können, wie das Ganze funktioniert, wodurch du dadurch... Du kannst nur besser werden, du kannst nicht schlechter werden. Genau. Also super. Ist überhaupt nicht böse gemeint und so, ne? Einfach weitermachen, einfach weiter üben und so und dann hat man auch den Bogen raus. Alles hat einen Anfang, ne? Alles hat einen Anfang. Ich war damals ja auch nicht der Beste. Wenn ich meine alten DFSM-Missionen angucke, also die sind scheiße. Die sind einfach wirklich scheiße. Ja, wenn ich das machen würde, das wird sich keiner, sich die Mühe machen, das überhaupt anzugucken, ganz ehrlich. Aber, wir hatten Freude dran, uns das anzusehen und wir hoffen wirklich, dass du auch Freude daran hast, dir dieses Video anzusehen und dass du Spaß daran hast, neue Missionen zu machen, bin schon gespannt auf weitere Missionen von dir, ganz ehrlich. Ich bin auch gespannt. So, das war's dann auch schon mal von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Anfang von Staffel 5. Und wir sehen uns dann zur nächsten DFSM-Mission oder Storyline wieder. Bis dann, meine lieben Leute. Haut rein. Tschüss.